Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Also, ihr könnt mich ja bei manchen Podcasts sehen und hören. Und wer mich öfter sehen möchte, der klickt hier unten auf meinen YouTube-Channel. Denn dort stelle ich für euch immer ganz, ganz tolle Videos bereit. So, aber nun zu einem sehr brisanten Thema. Der Hundeführerschein. Ja, der Hundeführerschein. Ich finde, es sollte einen Hundeführerschein, nein, ich finde, es sollte einen Tierführerschein geben. Jeder Mensch kann einfach in eine Zoohandlung gehen und holt sich einen Vogel und setzt diesen in einen Käfig. Okay, also braucht man keinen Führerschein für. Man setzt einen Vogel in den Käfig, obwohl dieser Flügel hat, setzt sich also vorher nicht ausreichend damit auseinander, dass dieser Vogel diese Flügel natürlich nicht einfach nur so hat, sondern zum Fliegen. Also hat er im Käfig nichts verloren. Ich gehe weiter. Ich sage, ein Hamster beispielsweise kommt in einen Käfig. Der sitzt im Käfig. Und die Leute beschäftigen sich vorher viel zu wenig damit, dass dieser Hamster ein Feldhamster ist. Also Feldhamster, Feld, der läuft im Feld, der buddelt, der läuft, der macht ganz viele Gänge. Aber wieso sage ich euch das? Ich finde, viele Menschen gehen einfach unbewusst hin, holen sich irgendein Tier, setzen es bei sich zu Hause in einen Käfig oder in einen Raum, in ein Terrarium, in ein Aquarium und sind sich nicht dessen bewusst, welchen Ursprung dieses Tier hat. So, jetzt aber zum Hundeführerschein. Ich wünschte mir, dass sich alle Menschen, die sich für einen Hund interessieren, wirklich vorher mal ein paar Gedanken machen, warum sie erstens einen Hund haben möchten, zweitens, ob sie die Räumlichkeiten, die Gegebenheiten, die Zeit, die finanziellen Mittel, ja, und auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, um eben einem Lebewesen für die nächsten 10, 15, vielleicht sogar auch noch mehr Jahre an der Seite zu stehen. Hunde sind Lebewesen. Sie sollten nicht einfach so im Internet erworben werden und dann, wenn irgendwelche Probleme kommen, weil der Mensch sich zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, ja, dann geht man zum Hundetrainer. Wenn der Hundetrainer dann vielleicht nicht die nötige Erfahrung mitbringt, wie beispielsweise bei Angsthunden, bei traumatisierten Hunden, ja, dann kann der Stress immer größer werden. Also bevor man sich einen Hund ins Haus holt oder ihn in sein Herz lässt, was ich ja viel schöner finde, als ihn ins Haus zu holen, weil er ist ja kein Gebrauchsgegenstand, dann sollte man sich im Klaren darüber sein, dass dieser Hund viel braucht. Viel Liebe, viel Zuwendung, ja, Aufmerksamkeit, Zeit, man darf finanziell gut aufgestellt sein. Also all diese Voraussetzungen sollten schon gegeben sein, wenn man sich überlegt, einen Hund einziehen zu lassen. Jetzt gibt es sicherlich einige Leute, die sagen, boah, da habe ich aber wirklich keine Zeit für, ich kann jetzt gucken, ich will einfach nur einen Hund haben, Punkt, fertig. Ich bin da etwas anderer Meinung. Wisst ihr, warum die Tierheime voll sitzen? Weil die Menschen Hunde in Tierheime geben. Warum geben die Menschen Hunde in Tierheime? Ja, weil die Menschen mit den Hunden nicht fertig werden. Weil viele Menschen sich einfach schnell mal einen Hund holen, dann die Probleme kommen und dann geben wir den Hund wieder ab. Ist ja relativ einfach. Wenn sich die Menschen aber vorher ausreichend darüber informieren würden, welcher Hund, welche Rasse, welche Größe zu ihnen passt, dann wären viele Probleme vermeidbar. Ich bin der Meinung, jeder sollte sich in der Hundeschule umschauen, im Tierheim umschauen und einfach auch mal sich mit Hunden vertraut machen, bevor er sich für einen Hund entscheidet. Wisst ihr eigentlich, wie viele Hunde ausgesucht werden, ausgewählt werden im Internet, nur weil sie schön aussehen oder weil sie gerade einem Modestandard entsprechen?
Es gibt ganz viele Rassen mittlerweile, das sind Qualzuchten, aber weil sie eben in Mode gekommen sind, werden sie konsumiert. Ja, das ist ein Ding, oder? Es gibt manche Hunderassen, wenn ein Wolf denen im Wald begegnen würde, der würde die Pfoten vor die Augen schlagen und sagen, ach du meine Güte, was ist denn aus mir geworden? Bedenkt bitte eins, wenn ihr euch einen Hund ins Herz holt, dann ist das für einen langen Zeitraum. Und dieser Hund sollte die Möglichkeit haben, sich als Hund zu entfalten. Also keinen Hund zu sich nehmen, der sofort von Anfang an zum Tierarzt muss, andauernd, weil er eben durch eine gezielte Zucht massive körperliche Beschwerden hat. Denkt da immer mal kurz drüber nach. Ich finde, wer sich ausreichend im Vorfeld damit beschäftigt, welcher Hund zu einem passt, der hat später weniger Probleme. Wir sollten natürlich überlegen, dass jetzt nicht Vater Staat hingeht und sagt, so, ihr müsst diesen Hundeführerschein machen und wenn er den nicht hat, bekommt er keinen Hund mehr. Ich möchte ja nicht, dass ihr euch in irgendeiner Form diskriminiert fühlt, sondern ihr sollt frei entscheiden, ob ihr einen Hund zu euch holt oder nicht. Ich möchte euch nur ein Stück weit dafür sensibilisieren, dass ihr wirklich darüber nachdenkt, dass das nicht nur für ein paar Wochen ist. Dieser Hund braucht euch, der braucht eure Stabilität, der braucht euer Zuhause, der braucht eure Liebe, der braucht auch die finanziellen Mittel und er braucht einfach die Zeit. Also, mein Vorschlag an euch, für die Leute, die jetzt noch keinen Hund haben, aber überlegen, sich irgendwann einen Hund ins Herz zu holen, ja dann geht einfach mal hin und versucht Kontakt zu einem ansässigen Tierheim herzustellen. Geht einfach auch mal durchs Tierheim, auch wenn vielleicht manche sagen, boah, das Leid kann ich mir nicht angucken, ja, aber dieses Leid ist nun mal vom Menschen verursacht. Deswegen müssen wir uns damit konfrontieren, weil nur wegschauen bringt ja auch nichts. Deshalb geht mal ins Tierheim, auch mit der positiven, optimistischen Einstellung und schaut euch einfach auch mal Hunde an und fühlt da mal so ein bisschen rein. Wer spricht euch an? Boah, dieser große schwarze Hund, findet ihr den toll oder wäre es eher ein kleiner Weißer? Womit kommt ihr besser zurecht? Schaut mal im Freundeskreis nach. Wenn da Leute sind mit Hunden, geht mal eine Runde mit spazieren. Nehmt den Hund mal an die Leine, bekommt mal so ein Gefühl für dieses Lebewesen. Damit erspart ihr euch später echt viel Stress. Wenn ihr einfach x-beliebig eine Hunderasse nach dem Aussehen auserwählt und diese dann erstmal eingezogen ist und ihr merkt dann plötzlich, oh, der hat aber seltsame Verhaltensweisen. Ja, dann habt ihr euch im Vorfeld nicht ausreichend informiert. Es gibt Hunderassen, die haben bestimmte Aufgaben und diese sind in der Zucht festgelegt. Also überlegt euch gut, wenn ihr euch einen Herdenschutzhund holt, wenn dieser dann die ganze Nachbarschaft abends zusammenbellt und euer Grundstück verteidigt und euer Haus verteidigt, dass ihr nachher nicht sagt, oh, ich habe aber gedacht, der sieht irgendwie so süß aus, der war so ein kleines Wollknäuel, toll, und jetzt ist er 10 Monate und steckt mitten in der Pubertät und ich bekomme den Hund nicht mehr in den Griff. Wenn ihr euch bestimmte Hunderassen ins Haus holt, seid euch im Klaren darüber, dass ihr euch bitte vorher darüber informiert, welche Bedürfnisse diese Hunde haben, was diese Hunde brauchen. Und wenn ihr euch einen Hund aus dem Tierheim holt, dann seid euch auch im Klaren darüber, dass das ein Stück weit Arbeit ist. Ich persönlich habe ja nur Hunde aus dem Tierschutz und also ich zwinge jetzt niemanden, sich nur Hunde aus dem Tierschutz zu holen, aber ich sensibilisiere einfach nur dafür. Ich habe mit meinen Hunden, und das sind jetzt mittlerweile tatsächlich ja, an die 25, die ich in meinem Leben hatte, ich sage immer, mein Hund kommt aus dem Tierschutz, weil ich hatte keine massiven Probleme. Und wenn welche da waren, dann durfte ich an diesen Hunden lernen zu wachsen. Wir bekommen immer den Hund, an dem wir wachsen dürfen und in dem wir uns spiegeln. Hunde, die zu uns kommen, sind immer ein Stück weit ein Seelenspiegel.
Deshalb finde ich, dass wir auch mit Problemen positiv umgehen können. So, jetzt zurück zum Hundeführerschein. Es ist also nicht damit getan, dass wir jetzt irgendwie vom Staat vorgeschrieben bekommen, du machst jetzt diese Prüfung und dann hast du gelernt, wie bestimmte Dinge beim Hund funktionieren. Einmal Theorie, fertig, 200 Euro, super, Dankeschön, tschüss. Nee, ich finde, wir bezahlen doch auch viel Hundesteuer. Vielleicht sollte man sich mal überlegen, dass man genau von dieser Steuer mal Hundehaltern, die jetzt schon Hunde haben oder auch Nicht-Hundehaltern, die Möglichkeit gibt, einfach mal so ein bisschen einen tieferen Einblick in die Welt der Hunde zu bekommen. Und da sind die Hundetrainer gefragt, da sind die Kollegen gefragt, die jetzt in diesem Moment sagen, okay, also, wenn du dich für die und die Rasse entscheiden möchtest, dann spreche ich mit dir mal ausgiebig über die Verhaltensweisen und die Charaktereigenschaften dieser Rasse. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob dieser Hund zu dir passt oder nicht. Ich finde, es gibt viele Menschen, die gehen einfach ins Internet und das ist leider immer noch so, dass man einfach mal irgendwo draufklickt und man kann entscheiden, ob man sich einen Hund da aussuchen kann. Es ist fatal. Es werden dann auch immer mehr Hunde nachgezüchtet und dann landen auch immer mehr Hunde im Tierheim und das ist so ein Stresskreislauf. Darum sage ich, also wenn ihr euch für einen Hund entscheidet, dann sprecht auch mit dem Züchter oder mit dem Tierheim ausgiebig darüber, wie der Hund sich entwickeln wird die nächsten Monate, damit ihr wisst, was kommt da eigentlich ins Haus, was kommt da auf mich zu. Also der Pyrenäenberghund, der sieht aus wie ein kleiner Eisbär, der ist echt süß, aber der wird auch groß. Bedenkt das. Also, wenn die Kids sagen, oh, der ist aber super süß, dann bedenkt, dass er irgendwann vielleicht bei euch im Garten niemanden mehr reinlässt. Und wenn er dann eben nicht mehr so klein und so süß und so knuffi ist, ja, dann beginnt eben meist der Stress. Und dann werden die Hundetrainer, die Hundetrainerinnen gerufen und dann ist es meistens schon zu spät. Dann ist der Hund schon in den Brunnen gefallen und hat sich schon einige Verhaltensweisen angeeignet, die den Menschen dann nicht mehr gefallen. Ich finde, im Allgemeinen sollte man dafür Sorge tragen, dass man nicht so einfach zum Hund kommt. Ja, und nicht nur zum Hund, sondern auch zum Pferd und auch zur Katze und auch zum Meerschweinchen. Ne? Also ich meine, für eine Kutsche braucht man einen Führerschein. Aber ich finde, man braucht für das Pferd auch einen Führerschein. Weil das Pferd ist das Lebewesen und nicht die Kutsche. Und der Pferdeliebhaber sollte sich ausreichend damit auskennen, welche Bedürfnisse ein Pferd hat und wie man mit einem Pferd zusammenlebt und wie der Umgang mit einem Pferd ist. Und genauso ist es eben auch bei einem Hund. Also der Hund braucht mehr als nur Futter, Wasser und mal eine Runde um den Block. Hunde haben auch bestimmte Ansprüche. Es gibt natürlich auch, ja, solche Hunde habe ich auch in meinem Leben schon gehabt, die kommen, sehen und siegen und springen sofort in unser Herz. Da braucht man gar nicht viel zu machen, da braucht man auch keinen Führerschein für. Also da braucht man einfach nur ein großes Herz, weil diese Hunde sind einfach nur fantastisch. Die sind ganz leicht. Und da kommen auch Menschen mit klar, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Und da möchte ich euch für sensibilisieren, dass nicht so viele Hunde in Tierheimen landen, weil die Menschen nicht mehr damit klarkommen. Ich möchte, dass ihr euch dafür sensibilisiert, dass ihr für euren Hund ein stabiler Lebensgefährte seid. Dass ihr ein sozialer Partner seid, der genau weiß, was ihr braucht und was nicht. Der euch Freiheiten geben kann, der euch auch Grenzen aufzeigt, der euch die Möglichkeit gibt, mit Artgenossen zu kommunizieren und der sich im Vorfeld genauestens Gedanken darüber gemacht hat, wer zu ihm passt. Ist es ein Hund? Sind es mehrere Hunde? Also wenn ihr schon einen Hund habt und wollt noch einen weiteren dazu nehmen, entscheidet ihr das nur? Nein. Lasst euren Hund mitentscheiden.
Er soll mitgehen, er soll erstmal mit in die Spaziergänge gehen, bevor der neue Hund einzieht. Weil was ist denn, wenn euer Hund sich überfordert fühlt mit dem neuen Hund? Das kann es ja auch nicht sein. Also wie gesagt, ich finde, es sollte einen Hundeführerschein geben. Eigentlich einen Menschenführerschein. Weil die Menschen müssen lernen, mit den Hunden vernünftig umzugehen. Die Menschen dürfen und müssen lernen, welche Bedürfnisse ein Hund hat. Viele Menschen wissen das gar nicht. Wenn man denen sagt, ja, dein Hund, der hat Stress, weil er 7 Stunden allein in der Bude liegt. Und wenn du dann abends nach Hause kommst und gehst mit ihm spazieren und er hat ein massives Problem und bellt alle Hunde an und zieht nur noch an der Leine, ja, dann muss der Mensch erzogen werden. Aber am besten im Vorfeld. Weil wenn der Hund erstmal 7 Stunden pro Tag in der Bude hockt und wir gehen dann zum Hundetrainer, dann hat der Mensch es nicht gelernt, dass der Hund regelmäßigen Auslauf braucht, damit er ausgeglichen ist. Hallo? Versteht ihr, was ich meine? Also Hundeführerschein und Menschenführerschein. Ja, Tierführerschein. Also Menschen sollten dafür sensibilisiert werden, wenn sie sich ein Tier ins Haus holen, dass sie ausreichend im Vorfeld darüber informiert werden, was auf sie zukommt. Und dafür, finde ich, sind die Hundetrainer oder auch die Pferdetrainer zuständig, auch Katzenmenschen, ganz klar. Also Menschen, die mit Katzen richtig viel Erfahrung haben, können doch dann auch anderen Menschen ganz viele tolle Tipps mit auf den Weg geben, was sie beachten sollten. Also, wenn jemand mal 20 Jahre mit einer Katze zusammengelebt hat, dann weiß er die grundsätzlichen Dinge, die für einen Katzenliebhaber eben wichtig sind, wenn bei ihm eine Katze einzieht. So, und ihr könnt mir glauben, ich bin für Menschenführerschein, ich bin für Tierführerschein, ich bin dafür, dass wir uns nicht verurteilen, wenn irgendwas schief läuft, dass wir uns nicht dafür, ja, verurteilen, dass wir vielleicht Fehler machen, sondern ich bin dafür, dass wir im Vorfeld hingehen und uns genauestens darüber informieren, ob ein Tier gerade zu uns und in unser Leben passt. Denn für das Tier ist es ein ganzes Leben. Für uns ist es manchmal nur ein Augenblick. Also, Hundeführerschein, Tierführerschein, Menschenführerschein und dann können wir vielen Tieren viel Leid ersparen. Denn wenn ihr euch verändert, verändert sich auch der Hund, das Tier, ja, die Menschen im Allgemeinen.